Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Harvest Days. Ich hänge fest. Ja, hallo Minka, wie sie angelaufen kommt, voll süß. Ja. Ja, da hatte ich jetzt aber Glück, dass ich euch beiden noch streicheln konnte. Alle mal Herzchen hier. Es geht wohl im Regen nicht, ne? So, Wolle. Voll süße Häschen. Aber ich finde die trotzdem total verloren hier in dem Riesenstall. Ich weiß auch nicht. Hätte ich doch lieber die Kaninchen noch, weiß ich nicht, ne? So einen großen, die Größe wie den. Hätte ich den Hühnerstall vielleicht so für Kaninchen und Hühner gemacht. Dann den großen, hier den normalen für Kühe und Ziegen. Ne? So, du bist sicherlich noch zu klein, ne? Ich habe 10.000, das könnte ich hier nochmal ausbauen. Dann ist das nämlich erledigt. Oder ich mache heute mal Koppel. Einfach nur mal wegen des Platzes mal wissen. Na, willst du nicht in Stall gehen, mein lieber Hahn? Nur mal so, also. Da musst du selber wissen. Ach, du liegst auch davor, ja, wo Katzen doch so gerne im Nassen sind, ne? Zucker. Alles Käse. Ups, ich muss darauf achten, ne, dass ich dann für den Herbst für die Saat genug habe. Geld, ne? Zack, zack, zack. So, dann. Ach, da war es schon wieder vorbei. Dann lass gucken. Ne, dann machen wir mal die Koppel. Dann brauche ich aber noch 5.000 fürs Pferd. Jetzt habe ich noch genau. So. Koppen. Ja, stimmt. So, wo ist hier vorne und wo hinten? Ja, das ist doch okay. Da ist dann noch eine Hauswand, glaube ich, ne? Na, warte, dann mache ich das mal so ein bisschen so. So. Das kann ich gar nicht beschriften. So, dann ist die Koppel schon mal soweit fertig.
Und dann machen wir noch mal eine Käse-Dingsbums. Nicht. Jetzt muss ich mir noch mal kurz Holz, na, kurz Holz hacken. Weil ich 45 Holz brauche für die Käsepresse. Fünfundvierzig Holz und 5 Hartholz, das konnte ich mir noch merken. Okay, wir haben's. Wo ist denn die heute, die hier mal langlatscht? So, und 5 Hartholz. Ich brauche aber 100 Hartholz für, was war das? Irgendein Hausausbau. Welches war das? 1000 Zettels hier. Ja, für das Haus 2. So. Und was brauchte ich jetzt noch? 40 Stein. Ja, gut, Stein ist ja wirklich nicht das Problem. So, dann machen wir noch so eine Käsepresse. Jawohl. Ein Frosch im Hals, ein Frosch im Hals. Nicht dazwischen, jawohl. So, ist das hoch fertig? Dann mache ich aber sowieso noch mal. Weiß ich nicht, ob ich da noch mal 2 andere mache. Okay, dann haben wir die. Lass mal ein Foto machen. Aber beschriften kann ich das hier nicht, ne? Obwohl es so aussieht wie so ein. Nee. Oder kann ich das erst beschriften? Oder wenn, oder steht das dann da, wenn ich das Pferd benenne? Keine Ahnung. So, die Koppel ist jetzt fertig. Dann brauche ich nur noch das Pferd. So, also ich brauche mal wieder Unmengen Ton und Holz. Hartholz. Das schreit doch nach den Bergen, oder? Was sagt ihr dazu? Angeln muss ich aber auch. Weil wegen des Geldes wegen. Komm, wir fahren mal. Und jetzt fahren wir mal in den Wald angeln, so ganz gezielt. Weil da war ich ja noch nicht. Und
Also zumindest nicht zum Angeln. Wirst du weiterfahren? Danke. Kurve, 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 Kurve. Fahr doch weiter. Und Kurve, 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 Kurve. Da ist der Eingang. So, wo ist das Wasser? Da. So, ich lasse dich mal hier stehen. Dann bin ich ja mal gespannt. Und da hinten ist noch ein See, ne? Aber da weiß ich nicht. Und da ist ja dieser Müffelsumpf. Aber hier sind auf jeden Fall drei Angelstege. Da schauen wir mal. Was es hier so gibt. Ich bin mal gespannt, wo sich das am meisten lohnt. Bis jetzt lohnt es sich noch gar nicht. La 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 la. Na? Ja, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Blauer. Man muss leise sein beim Angeln. Deswegen rede ich jetzt nicht so viel. Oh, das dauert ja ewig, bis hier einer anbeißt. Sind nur blaue. Nee, also die bringen ja nicht viel. Die bringen ja wirklich nicht viel. Die blauen möchte ich sprechen. Hänge. Ja, dann lass mal da hinten noch mal gucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ist da auch ein Weg hin? Nee, ne? Dass es da bessere gibt. Weil es ja alles dieselbe Ecke. Wo da sind auch Angelstege. Vielleicht gibt es hier wirklich unterschiedliche Fische. Fahr weiter. Komme ich hier wieder nicht runter? So. Mein Gott, hier soll er ein Treiben. Warum wirfst du die Angel hier nicht richtig aus? Das liegt an den Dings, ne? Ja, an den.
Die sind auch nur blauer. Ja, also das bringt ja nicht wirklich viel. Also da ist das Meer doch lukrativer. Und jetzt gucke ich noch mal, ob ich da irgendwie ich komm hoch. Wo ist denn dieser blöde Sumpf? Am Sumpf irgendwie irgendwelche komischen. Ah. Der ist da hinten. Fahr jetzt, Mensch. Die Steuerung macht mich heute hier kürre. Aber wenn da kein Steg ist, wird da auch sicherlich. Jetzt schon wieder. Ja, so eine Erdnuss ist schwer, das geht nicht. Also einen Steg gibt es hier sicherlich nicht. Aber vielleicht gibt es sogar einen Erfolg, wenn ich das probiere hier. Oder ich angel Müll, wollte ich sagen. Nee, jetzt ernsthaft? Okay. Alles klar. Fahr! Nee, das hat sich nicht wirklich gelohnt, ne? Aber dann weiß ich wenigstens. Ich werde irre. Also dieses Links-Rechts-Gelenke, das ist noch nicht so das Ideale. Ja, dann weiß ich wenigstens. Wo muss ich lang? Oh. Bitte. Wie gesagt, die A-Taste, die muss bei mir schon. Hier ist gar kein Weg. Ich würde gerne mit dem Roller Wege fahren. Und ich brauche zur Orientierung. Da muss ich lang. Das Händlerhäuschen. Da. Dann weiß ich nämlich, wo ich lang muss. So. Da muss ich. So, haben wir es jetzt mit der Kurve hier? So. So, lass mich absteigen. Rechte Maustaste, danke. So, dann haben wir hier nochmal Mayonnaise. So, das Ei nehmen wir gleich. Das, das. Das,
Schmuckstein. Ton. So, Fische. Fische, okay, die haben wir alle. Könnt ihr da rein? Ja, siehst du. Wenn ich da 5 Haie reinpacke, ne, lohnt sich das mehr. Ernte. So, dann brauchen wir noch ein Ei. Ei, Ei, Ei. Also warum das manchmal geht und manchmal nicht, weiß ich nicht. So. Ich kann es vergessen. Futter, so. Dann holen wir da gleich mal Wasser. Da hätte ich das doch beinahe vergessen, Hund und Katz zu füttern, mein lieber Scholli. Da bin ich ganz drüber hinweggekommen, da mal nachzugucken. Okay, so. Dann haben wir es wieder, ne? Ja, viel Geld. Was war denn das für eine Zahl? Gesamteinnahmen. 175.000, okay. Ja, morgen werde ich keine 10.000 haben. Hier ist mein Bett. So. Ach, schon wieder Hundehütte und Goldachs zum weiß ich nicht wievielten Mal. Das müssen die auch nochmal bearbeiten, ne, diese Anleitung. Oder es sind Platzhalter, weil sie dann noch irgendwelche Sachen reinbringen wollen. Das kann natürlich auch sein, ne? So, meine Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.